Liebe Leute, wir machen weiter, euch allen viel Vergnügen hier. Und eine Runde weiter. Vorher eine Sache noch. Ein Zuschauer im Chat wies mich darauf hin. Perserärger hat ein paar Probleme mit dem Wohnraum. Und hier vorne können wir einmal ein Upgrade durchführen. Gibt ein bisschen Unruhe mehr, aber nicht so viel. Ich würde auch gerne gleich in jeder Stadt einmal eine Milizeinheit bauen, weil die kostet, die zieht 8 Unruhe ab. Alternative wäre, dass wir eine Wache bauen. Auf die habe ich bislang komplett verzichtet. Die sorgt für 5 Unruheunterdrückung. Oder die Alternative wäre, auf Gemeinschaft zu gehen bei den Künsten und einmal plus 5 überall in jeder Stadt Abzug haben. Außenposten zwischen Luxor und Persien bauen. Da ist gerade eine Stadt vernichtet worden. Die Zulu haben eine Stadt vernichtet. Die Zulu haben eine Stadt, also einen der Vororte vernichtet von der Stadt hier. Da dehnen sich gleich die Kulturgrenzen aus. Wir müssen ruckzuck da oben hin und das zumachen. Und das war mit dem Außenposten, den wir hier gegründet haben. Den nächsten, oder wann haben wir den nächsten normalen Pionier? 124. Der dauert lange. Wir könnten den auflösen und ganz schnell hier hinrennen und das claimen. Und dann könnte sogar eine Eroberung von Luxor sinnvoll sein, weil dann hätten wir hier genug Gelände unter Umständen nachher. Eine Rückeroberung von Luxor. Dafür müssen wir das hier allerdings auflösen. Weil wir kommen keinen anderen, das geht, einmal Außenposten in Pionier umwandeln, weil wir kommen kurzfristig keine andere Möglichkeit dahin zu ziehen. Wir könnten auch woanders Pioniere umwandeln und rüberbringen. Aber das ist alles Chaos-Strategie. Wie viele Ingenieurspunkte pro Runde haben wir? 16, das sind eine Menge. Der nächste kostet 124. Machen wir da mal eine Mitteilung rein, einen Alarm rein. Den haben wir gerade erst gegründet. Sollen wir das machen? Wir lösen den einmal wieder auf hier. Ein Pionier rückverwandeln. Da ist er. Die ziehen wir mit dem ganzen Trupp. Wo ist der Pionier? Da vorne. Ah, jetzt stehen die hier drin. Ich hoffe sehr, der wird hier nicht gekillt. Auf neutralem Territorium dürfen die uns angreifen. Wir haben offene Grenzen, glaube ich, mit den Persern, ne? Da dürfen die uns nicht angreifen. Die haben die Stadt geplündert. Das haben die gemacht, damit es hier 2 Verteidiger weniger gibt. Und so können wir jetzt die Brosamen hier uns holen. Ja. Wir könnten sogar ernsthaft über einen Siedler nachdenken. Wenn wir hier wirklich viele Geländefelder klämen, könnte man binnen einer Runde einen Außenposten einmal umwandeln, einen Siedler draufpacken. Das wäre eine Option. Oder Luxor. Jetzt wird's doch interessant. Eine Runde weiter. Hoffe ich sehr, dass die Kulturgrenzen nicht gleich von beiden Seiten hier wieder einschnappen. Der Pionier ist zerstört worden. Von wem denn? Wer hat denn unseren Pionier zerstört? Wer durfte das denn machen innerhalb der Gelände der Perser? Dürfen die Zulu auf fremden Territorien, in denen die Krieg haben, uns angreifen? Nicht im Ernst. Was sind denn das für Spielregeln? Ja, die sind im Krieg. Dann ist das für die neutrales Territorium. Oh Gott, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Die sind im Krieg mit den Persern
Und alles, was die inner und bei den Persern haben wir offene Grenzen, das kenne ich ja von keinem anderen Spiel. Hättet ihr damit, wer von euch hätte damit gerechnet? Ehrliche Antwort. Wer hätte damit gerechnet, dass die Spielregeln so funktionieren und wer nicht? Wer hätte damit gerechnet und wer nicht? Also da keiner im Chat eben geschrieben hatte, tu es nicht, weil, vermute ich mal, das ist alle überrascht, ne? Weil ansonsten im Nachhinein sagen, hey, ich habe damit gerechnet, aber es vorher nicht gepostet haben. Ich hätte es nicht gedacht, ich nicht, ich nicht, ich nicht. Ja, also das ist jetzt gerade sehr frustrierend. Was würdet ihr davon halten, war eine Runde zurückspringen? Das finde ich nicht peinlich. Finde ich nicht peinlich. Undo-Button geht nicht, weil das ist ein, wir müssen ein Autosave zurückspringen. Wer rechnet denn mit solchen Spielregeln? Naja, alle bitte mal ins Blitzdingsgerät und in das blaue Licht reingucken. Krass. Ich habe damit gerechnet, aber habe es nicht gesagt. Kein Kommentar. Was das blaue Licht macht, Whistler, schau mal rein, aber bitte ohne Sonnenbrille. Topman. Danke fürs 43. Abo, Topman. Das finde ich gut. Danke dir. So, liebe Leute, ihr habt nichts verpasst. Wir sind in Runde Nummer 188, habt ihr alle mitbekommen? Oh, schaut mal hier vorne. Das ist ja seltsam. Hier ist ein bisschen freier Raum. Da könnten wir eventuell mit einem Pionier raufziehen, ne? Problem ist, ja, wir müssten ihn auf jeden Fall begleiten können. Wir ziehen mal ein bisschen vor. Ah, da vorne sind Truppen. Wir kriegen den da eh erstmal nicht reingezogen. Die dürfen uns auch auf neutralem Territorium angreifen. Die haben 284 Stärkepunkte, wir 293. Ich würde sagen, da warten wir im Augenblick erstmal ab. Ja, ist doch ein kluger Gedanke, finde ich. Gott, wie das hier ruckelt. Man könnte die Zulu-Truppen auf neutralem Territorium schwächen, ja, aber die würden uns auch massiv schwächen. Die sind nicht schwächer als wir. Sind mit uns auf Augenhöhe. Wir sind mit niemandem im Krieg, Ruttentutten. Mit niemandem. Dann wollten wir hier noch das Level abmachen beim Arbeitshaus. Und der Rest passt jetzt, glaube ich, ne? Genau. Wir haben für diese Sperenzchen zu wenig Truppen hier. Sobald wir neutrales Territorium ziehen, können die uns killen. Wir sind noch nicht stark genug dafür. Wir sind ja auch völlig isoliert. Wir haben noch nicht mal zwei komplette Armeen. Wir ziehen alle wieder zurück. Das ist Chaos-Strategie. Das ist Chaos-Strategie. Das ist, wir probieren mal irgendwas aus. Sind sie da oben weggezogen? Also das schaffen würden Pionier in einer Runde da drauf. Nein, jetzt ist ein Händler leider drauf gegangen. Der wurde von irgendjemand angegriffen. Ein Event, Missionare. Oh, kommt mir irgendwie bekannt vor. Vier Glaube von jeder Region nehmen wir gerne mit. Wir könnten da reinziehen, dann müssten wir den Außenposten erstmal auflösen. Der käme. Ich weiß nicht, ob der bis da oben hinkäme. Sollen denn auflösen oder nicht? Jetzt könnten zwei Außenposten hinsetzen. Schaut mal. Die haben das auch vernichtet hier. Die haben zwei vernichtet hier. Das ist eine gute Strategie. Denn da verlieren die jedes Mal eine Reihe von Milizionären. Die haben nur noch drei Milizionäre. Die Stadt ist gleich erobert.
In einer Runde könnten wir sagen, wir greifen auch an. Jetzt wird es sehr interessant. Noch ist die Stadtmauer da. Wir bleiben mal genau so stehen, Leute. Ganz ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Wir machen keine Kulturaktion erstmal. Wir lassen das erstmal durchlaufen hier. Da oben starb gerade eine Wassertransport. Also ohne militärische Begleitung lassen wir das mal sein. Und solange wir nicht über Tiefsee fahren können, müssten wir die Küstenlinie langfahren. Da könnte eine Militärbegleitung nicht rein. Wir ziehen den zurück. Eine Runde weiter. Auf jeden Fall als nächstes den Pionier. Ja. Bauprojekt in einer Runde fertig. In jeder Stadt ein Museum. Das bringt 4 Bildung in jede Stadt rein. Das neue, das wichtige Bedürfnis in dieser Epoche. Wir haben wieder reichlich Improvement Points. Und haben aber im Augenblick einen neuen Bürger gerade in Bulopolis dazu bekommen. Könnten wir mal schauen, was wir hier, wie wir hier dran drehen. Mhm, der arbeitet im Arbeitshaus im Augenblick, wo auch sonst. Mal schauen, was wir mit dem anstellen könnten. Mit dem können wir, wenn das Museum fertig ist, eine Modernisierung machen, literarischer Salon, um Spezialisten zu generieren, Runde für Runde. Ja. Oder wir gründen ein Kaffeehaus in der Stadt, das Tee umwandelt in 2 Wissen über die virtuelle Ware Analyse. Dafür bräuchten wir allerdings auch 29 Spezialisten. Da haben wir um die Knull, die kommen noch. Eine Runde weiter erstmal. Truppen verbessern haben wir doch schon gemacht, oder? Regenbogen. Ich glaube, wir haben schon alle Truppen verbessert. Da haben wir im Augenblick keinen Casus Belli gegenüber den Persern. Wir müssten denn hoffen, in der nächsten Runde können wir eine diplomatische Aktion machen gegenüber den Persern. Vielleicht haben wir Glück und finden da eine. Hier arbeiten Perser und Zulu miteinander. Perser setzen sich durch gegenüber den Zulu. Und hier vorne gibt es noch wie viele? 3 Milizen, eine Mauer. Die Steintürme sind fast runter und die Wehrtürme ganz. Sollen wir den Forderungen rüberschicken, den Persern? Und wenn die Forderungen ablehnen? Religion wechseln? Ach, wir hatten das mal gemacht und danach nicht erneuert. Die hatten die beim letzten Mal angenommen. So, Geld von denen uns wünschen? In der Hoffnung, dass sie das ablehnen. Wir können offene Grenzen aufkündigen, aber es dauerte Ewigkeiten, bis wir einen Krieg haben. Ich würde niemals eine Forderung stellen mit einem schnellen Casus Belli. Sollen wir die Münzen verlangen, Leute? Jagdblitz, 29. Abo. Danke an dich, Jagdblitz. Ob der Rundenwechsel heute schneller erscheint, bin mir nicht sicher. Vielleicht bist du auch nur wacher, müder, irgendwas anderes. Forderung Münzen statt Religion. In der Hoffnung, dass sie kein Geld haben. Wäre mein Vorschlag. Bulopolis. Da ist das Museum. Und jetzt können wir die öffentliche Bibliothek bauen, die 2 Wissen produziert und einmalig 20 Spezialisten uns schenkt. Und damit können wir gleich die Kaffeehäuser auch bauen dann. Ja? Eine öffentliche Bibliothek hier. Museum ist überall nahezu zeitgleich fertig. Hier geben wir Geld rein. Öffentliche Bibliothek. 2 Wissen und eine Bildung wird nachgefragt und verbraucht. Da ist das Museum. Einmal öffentliche Bibliothek. Auch fertig. Einmal öffentliche Bibliothek. Da stand, das Vermögen der Perser wäre 68 Gold gewesen. Und wie viel hatten wir verlangt? Keine Ahnung.
Wir warten noch hier, Nick, wir machen noch keinen Kulturboost. Ich weiß noch nicht, was jetzt gleich passiert. Ich würde gerne mal einen Moment abwarten. Oder sollen wir uns jetzt den Kulturboost holen? Aber was will man dann damit machen? Nochmal ein Heureka. Ja? Wir brauchen eventuell einmal... Die Stadt wieder aufbauen ist, glaube ich, bei der Regierung. Oder bei der Ingenieurskunst. Zerstörte Stadt wieder aufbauen. Da ist das. Falls wir nachher... Aber wir haben ja keine eigenen Städte, die da zerstört worden sind. Es sind fremde Ruinen. Einmal beschleunigen. Und was machen wir dann damit? Wir könnten nochmal Spitzenforschung machen. Hier oben oder nochmal ein Heureka. Wir machen einmal die Beschleunigung mit 55 Geld. Und Spitzenforschung, dann bekommen wir nochmal einen tüchtigen Boost obendrauf, dass wir demnächst nochmal ein schönes Event haben. Oder wir gehen auf das Heureka und bekommen 148 Wissen. Hätten damit die Vernunft binnen einer Runde quasi durch und könnten schon ins nächste reingehen. Erforscht schon irgendjemand ein neues Zeitalter? Die Zulu erforschen jetzt schon das nächste Zeitalter der Revolution. Wow, das ist ja heftig. Aber lieber, gehen wir lieber in die Forschung rein erstmal. Ja? Wir haben wieder jede Menge Verbesserungspunkte hier unten. Gaucho, vielen Dank fürs 44. Abo. Grüße an dich. Danke dir. Forschung ist fertig. Dank des Horekas. Überschuss wird mitgenommen. Da hatten manche Leute Sorgen. Ist aber so. Seht ihr auch gleich, dass das hier überall schneller ist. Und jetzt können wir, ja, das Gebäude bauen, Universität, das nochmal zwei Wissen gibt. Zwei Bildung verbraucht. Die Bildung haben wir durch das Museum bekommen. Das können wir machen überall gleich. Und die Akademie der Wissenschaften können wir einmal bauen in einer Stadt und das erzeugt einmalig eine kleine Menge an Spezialisten und ein paar mehr. Braucht aber zwei Bildungen, ob sich das lohnt. Und das ist der literarische Salon, der gerade mal zwei Spezialisten produziert und eine Bildung kostet. Also, puh, das muss man sich alles gut überlegen, ne? Stehen ist her. Ein Grenadier. Wahrscheinlich das Upgrade für die Musketiere. Sollen wir das mal machen? 7 Runden. Achso, wir hatten bei der Forschung gesagt, dass wir noch die Navigation machen wollten. Das ging ganz fix, damit wir über Tiefsee fahren können. Das wäre innerhalb von nur einer Runde fertig. Weil wir gerade so einen dicken Boost haben. Da könnten wir endlich unsere Händler über Tiefsee vielleicht zu irgendwelchen Städten hinbringen. Und danach dann das Stehende her. Oder wir gehen auf Nummer sicher und fangen damit an. Hätten wir denn, können wir denn die neuen Truppen, die wir freischalten würden, schon mit Kriegsführungspunkten upgraden? Ein paar, ja. Hm? Ist eine neue Einheit kein Upgrade? Ich weiß es nicht. Man kann es leider nicht sehen. Wir machen einmal das, was wir eh vorhatten und wechseln in die Navigation für die Tiefseegeschichten. Wollten wir schon ewig machen. Ja, vielleicht könnte man da neue Naturwunder entdecken. Hier warten wir ab, was die Sache da links sich ergibt. Hier würde ich gerne innerhalb der eigenen Grenzen abwarten, bis die Tiefsee da ist. Wir könnten ein Schiff mal schnell bauen, was dann über Tiefsee mitfahren kann, aber das schalten wir, glaube ich, auch erst diese Runde frei, ne? Das ist dann die Karke. Kann auch sein, dass die vorigen Schiffe das können. Ich glaube, alle. Transport von Einheiten über tiefes Gewässer. Okay, das ist anders als Schiffe. Sollen wir hier ein Schiff mal schnell vorziehen? Wir warten mal ab, bis wir das neue Schiff freigeschaltet haben. Eine Runde weiter. Luxor hat Geländefelder verloren, heißt es. Ich kann gerade nicht gucken gehen.
Die Druckerpresse wäre umsonst gewesen, aber die hatten wir nicht unbedingt gebraucht, Alpha. Das hatten wir uns gestern mal angeschaut. Also im Augenblick nicht. Unbewohnte Inseln gibt es vielleicht noch, aber auf der Karte werden die winzig, auf dem Kartenskript Pangea winzig klein. Habe ich schon mal ausprobiert. Persin eliminiert. Persin ist futsch. Die Stadt gehört jetzt den Zulu und es gab ein paar Rebelleneinheiten drumherum. Und hier sind ein paar riesige Lücken. Die Perser können uns auf neutralem Territorium angreifen, wir die aber auch. Die Zulu können da auf neutralem Territorium angreifen. Das heißt, wir könnten hier draufziehen mit der Vorhersage beidseitig mittlerer Schaden. Das würde ich nicht machen. Die haben zu viele Truppen, die zu schnell heilen können. Es kann sein, dass wir auch deren nächstes Ziel sind. Und hier haben wir Teile unserer Armee völlig isoliert stehen. Wir können, sind denen im Augenblick nicht gewachsen. Die sind nicht ohne Grund führend in allen Punktelisten und haben auch im Augenblick, wir spielen ja auf Großmeister, das nächste Zeitalter schon direkt vor der Brust und bekommen damit neue Standardeinheiten. Wir ziehen zurück. WB haut ab. Finde ich klug. Mache ich lieber. Fühle ich mich wohl damit. Wir hauen ab. Man muss wissen, wann man verloren hat quasi. Ne? Jetzt können die Anlegestellen geupgradet werden. Vom Gefühl her verbringt man das gesamte Spiel mit irgendjemandem im Konflikt und Krieg, fragt Felanoa. Also wir haben keinen Krieg. Schon seit vielen, 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 vielen Runden nicht. Das sind die neuen Sachen, die wir freigeschaltet haben. Die Karacke, die wir bauen können. Ein Hafen, das Upgrade für die Anlegestellen. Erzeugt aber immer noch nur einen Erkundungspunkt. Und jetzt können wir Einheiten, gewasserte Einheiten über tiefes Geländefelder schicken. Dann gehen wir jetzt rein in das stehende Heer. Sind eine Technologie entfernt vom nächsten Zeitalter. Und das Upgrade hier bringt wenig. Wir haben einen Erkundungspunkt, ein Vermögen, drei Vermögen, wenn bewirtschaftet, und dann wäre es ein bisschen mehr. Das lohnt sich sowas von überhaupt gar nicht. Das machen wir nicht. Der Händler ist gerade aus der Stadt rausgeflogen. Den können wir gleich wieder einsetzen. Und wir können nicht über Tiefsee fahren. Im Chat hieß es eben schon, es ist anscheinend so eine Art Bug im Spiel. Erstmal an Land wieder ziehen und dann neu einsetzen, sonst geht's nicht. Und hallo Onkel Ritchie, sehr freundlich, danke. Ich habe alles gelesen, danke für 37. Abo. Danke dir. Liebe Grüße auch an Heike. Schön, dass du mal wieder hier aufschlägst. Sollen wir für die Begleitung ein Kriegsschiff schnell bauen? Mal gucken, wie lange die Karacke braucht. Ah, es kann sein, dass die Karacke so einen verbesserten Anlegesteg braucht. Wo ist sie denn? Bombenschiff, Kürassier, Man of War, Hafen erforderlich, ja. Ist das da nicht Karacke? Wir haben doch gerade Karacke freigeschaltet. Navigation. Karacke, Einheit, 150 Linien. Einheit auf dem Wasser, ein großes Segelschiff. Haben wir ein besseres Segelschiff mittlerweile freigeschaltet irgendwo? Nein. Vielleicht ist das ein neues, verbessertes Basiseinheit in dieser Epoche oder ich weiß nicht. Dann müssen wir hier doch einmal das Upgrade durchführen, wahrscheinlich auf dem Hafen. Und jetzt können wir hier einen Man of War bauen. Okay. Und nach dem Man of War geht es dann unten weiter mit
der öffentlichen Bibliothek. Oder wir schicken zwei Men auf. Nee, in der Reihenfolge. Wir könnten noch einen Händler hier einsetzen. Oder was ist das hier für eine Einheit gewesen? Es war ein Gesandter. Einen Gesandten wollten wir zu den Indern schicken. Den hatten wir noch nicht, ne? Die Inder haben schon welche, okay. Einen Gesandten wollten wir zu den Griechen schicken. Wenn wir da hinkommen. Sieht im Augenblick nicht danach aus, ne? Doch, könnte gehen. Die dürfen uns auf offenem Territorium angreifen. Boah, ich weiß nicht, ob das klappt. Ob wir da durchkommen. Also wir bräuchten auf jeden Fall zwei Kriegsschiffe. Anders ging es gar nicht. Wir brauchen eigentlich nur einen Gesandten, den wir dann raufschicken. Dann würde ich eher noch einen Händler gleich mitschicken. Sollen wir noch ein zweites Schiff bauen? Oder soll man sagen, ein Schiff reicht? Wir bauen mal noch ein zweites. Ich kann kein zweites mit Shift-Taste reinstellen. Warum, weiß ich nicht. Eine Runde weiter. Wir wollten schauen, wo wir Tee haben. Nämlich hier vorne. Und ob wir ein Teehaus bauen irgendwo. Das wäre auch das Upgrade für den Hafen. Hier vorne ebenfalls. Das war, glaube ich, unter Kochen und dann, nein, Kaffeehaus hieß das, ne? Vielleicht was Ziviles. Staatliche Schule produziert 3 Bildung. Cool. Und wenn dort ein Bürger arbeitet, 8. Ja, dann können wir auch jede Menge Spezialistengeschichten überall hinsetzen. Super. Mit dem literarischen Salon, der eine Bildung verbraucht und 2 erzeugt. Ne? Ach, wir haben noch gar keine Spezialisten, um das Kaffeehaus zu bauen. Das geht ja noch gar nicht. Deshalb steht das noch gar nicht zur Verfügung. Ja? Wie viele Bildung haben wir denn hier in der Stadt drin? Wird uns das irgendwo angezeigt? Wir haben doch ein Museum gebaut. Ein Museum erzeugt 4 Bildung. Also müsste doch oben irgendwo eine Bildungsanzeige sein. Das sind die Bedürfnisse, es wird noch keine Bildung nachgefragt, aber bei der Produktion steht auch keine Bildung dabei. Das heißt, wir haben im Augenblick noch keine Anzeige und weil wir auch noch keine Nachfrage haben nach Bildung durch eine Modernisierung oder was auch immer, müssen wir uns quasi im Kopf behalten oder nachschlagen, wie viel Bildung wir haben. Da hätte ich mir gewünscht, dass man hier oben auch in solchen Situationen eine Anzeige hat. Das hätte ich cooler gefunden, muss ich sagen. Ne? Damit wir nicht uns das Künstliche erschließen wollen. Wir müssen langsam Rodung benutzen. Wir lassen den Pionier weg. Wir gehen auf Rodung, damit wir überhaupt noch neue Geländefelder dazu bekommen. Hier vorne. Wald entfernen. Oder wir überbauen solche Vorkommen hier. Literarischer Salon, eine Bildung verbraucht, 2 Spezialisten erzeugt. Sollen wir das machen? Um überhaupt Spezialisten zu generieren, jede Runde 2. Ja? Auf Flachs und Baumwolle ist irgendwie schade, aber wo sonst damit hin? Kommt in dieser Epoche irgendwas rein, durch das man aus Flachs was sehr Cooles machen kann? Nein. Leider nicht. Die anderen Sachen sind auch unspannend. Das Buchsymbol in der Übersicht wird im Chat gefragt. Das Buchsymbol in der Übersicht. Was? Ich weiß nicht genau, was du meinst, Mr. Good Cat. Das müsste im Stadtbildschirm selber stehen. Da müsste die Bildung irgendwo stehen. Ich sehe ja kein Buchsymbol. Achso, das ist Forschung. Das ist Wissen. Das ist nicht Bildung. Wissen und Bildung sind verschiedene Geschichten. Ja, wir können gucken, ob wir alte Modernisierungen abreißen. Das ist ein guter Kommentar. Hier haben wir mittlerweile so viel Wohnraum, dass wir vielleicht, guter Tipp, dieses Haus hier entfernen könnten. Das gibt uns auch ein paar Punkte zurück. Das ist ein guter Tipp. Müssen wir nur schauen, wo das Haus ist. Das ist ein Haus. Das entfernt 12 Wohnraum. Einmal abreißen, 25% bekommen wir zurück.
Wir haben nur noch 164. Ein Arbeitshaus. Wir könnten ein zweites bewirtschaften an der Stelle oder an einer anderen. Oder wir sagen, wir fangen schon mal an mit den Spezialisten. Kann man beides begründen. Die Frage ist, was ist wie teuer? Weil das hier können wir später überbauen. Und wir bauen hier das hin, bei dem wir uns sicher sind, dass wir es nicht wieder abreißen. Der literarische Salon kostet stolze 42 Verbesserungspunkte. Das ist verdammt viel. Das Arbeitshaus nur 35. Unruhe in der Stadt bei minus 2. Der Abriss war leider nicht sinnvoll. Das hätten wir hier stehen lassen können. Dann bauen wir hier oben gleich den literarischen Salon. Das hätten wir stehen lassen sollen. Oder wir nutzen unsere Ingenieurspunkte jetzt, um schon mal irgendwo zu roden. Hier könnten wir roden, neben Bulrano. Die Stadt hier selber ist eine Level 3 Stadt mit Spezialisierung Bauern. Das hilft aber, glaube ich, nur bei... Hilft das auch bei Plantagen? Nur bei Bauernhofverbesserung. Wir haben eine daneben. Das ist relativ wenig. Wollen wir dafür unsere Ingenieurspunkte ausgeben? Wir können auch nochmal auf Stadt erweitern, noch in einzelnen Städten machen. Dann gibt es auch mehr Milizionäre überall. Schauen, ob wir irgendwo noch eine Stadt erweitern können. Hier vorne. Das wäre nicht doof. Zum Schutz vor den Persern. Hier. Einmal hier, das ist mir gerade wichtiger. Einmal die Verbesserung hier rein. Und die letzte Stadt, die wir verbessern können, wäre hier, dann wäre auch Memphis noch geschützter. Machen wir mal. Jetzt sind die Ingenieurspunkte wieder runter auf fast 0 und 16. Da müssten kommen jede Runde dazu. Wo steht im Text, gilt auch für alle Plantagen? Also ich habe das nicht gelesen. Ich sage ja gerade, es steht ja nicht. Ich habe gerade gesagt, es würde da nicht stehen. Hier machen wir im Augenblick gar nichts. Wir gehen erstmal eine Runde weiter. Oh, es kommt. Da waren Barbaren, die gerade reinkommen. Nee, Barbaren von den Toren von Luxor. Das sind Rebellen, nachdem die Perser zur Geschichte gemacht worden sind. Nicht wir. Die Zulu haben das nächste Zeitalter freigeschaltet. Ein Teil der Bonusse gilt jetzt schon, ein Teil kommt dazu. Das Zeitalter der Revolution. Revolutionäre werden erscheinen, um deine Regionen zu befreien und um neue Nationen zu gründen. Wir können Energie erzeugen, jetzt noch nicht, erst dann, wenn wir reinkommen in das Zeitalter auch selber, um partielle Stromausfälle durch moderne Gebäude und Verbesserungen zu verhindern. Mit anderen Worten, bestimmte Verbesserungen oder Gebäude brauchen in dem Zeitalter brauchen Strom. Wir können dann auch Luftwaffe bauen, die ersten Lufteinheiten. Jetzt ziehen wir erstmal das stehende Heer durch. Und wir gucken mal, ob die Revolutionen jetzt schon, ob bei uns schon Revolutionäre sind. Noch keine. Das sind die Revolutionäre eventuell von dem Zeitalter bei den Zulu. Bei uns sind noch keine da. Nein, noch keine. Und weiter.